Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Chardon und jetzt geht's hier los mit Alien Isolation. Heute rausgekommen. Ich habe selber noch gar nicht reingeschaut und bin schon richtig gehypt. Neues Spiel, ja bitte. Und wir spielen das Ganze auf schwer, was das Spiel uns vorschlägt. Ja, also ich habe schon ganz kurz einmal für Einstellungen, aber ich bin nicht über die erste Cutscene rausgekommen. In diesem Sinne. Viel Spaß bei der ersten Cutscene. Ach ja, genau das hier, das passt aber so. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Und da geht's los. Anmelden. Maus ich gerade noch. Oder? Nee, es geht.
Erkunden Sie die Torrents, alles klar. So, was haben wir denn hier? Oh, Licht. Das ist ja nett hier. Was? So, das sind die Missionen und was ist hier? Ah. Aha, ich habe hier vollkommen freie. Was ist denn das da oben? Das sieht immer aus. Wäre das ein Grafikbug, aber ich glaube, das ist so gewollt. Was gibt's denn hier? Putzschilder, Toiletten, Duschen nehme ich an. Lampen, Taschenrechner. Rurost. Oi. Anziehen. Cool. Habe ich schon gemacht, ja. Und jetzt das hier benutzen? Na komm. Vielleicht auch nicht. Hallo? Was ist jetzt der Plan? Ach, hier habe ich eine Map. Guck an. Sogar eine ziemlich übersichtliche Map. Okay. Escape? Nee. Habe ich hier irgendwo... Nee, gar nichts. Schade. Keine Missionshinweise außer da kurz oben links in der Ecke, wenn das... Das könnten sie manuell speichern. Aha, okay. Also ein Speicherpunkt. Ja. Eine alte Telefonzelle. Und jetzt? Einfach wieder raus hier, ja. Den Anzug hätte ich gern hier. Geht das? Nee. Schade. Wo muss ich denn hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier lang? Oh, da steht ja einer. Hallo. Judentasch. Ah, Ripley. Moin. Sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Sprechen Sie mit Samuels. Habe ich gemacht. Und jetzt? Was ist jetzt der Plan? Ich würde doch wenigstens sagen, was ich als nächstes machen muss. Sagt mir zwar, wenn ich ein Ziel abgeschlossen habe, aber nicht, was das neue Ziel ist. Das macht das Ganze ein wenig umständlich. So, hier vielleicht. Wow. Oh Gott. Nebel. Oder Rauch. Oder Dampf. Oh, hier sieht's doch ganz gemütlich aus. Ah. Moin. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Sprechen Sie mit Taylor, auch abgeschlossen. Und hier haben wir einen Gameboy. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Dann gehe ich dir mal nach. Begeben Sie sich für die Einsatzbesprechung zur Brücke. Ja. Na komm, beweg das. Los, los. Hier. Hey. Jetzt beweg dich. Servus, wer bist du? Sehr gesprächig, ne? Wow. Nie rausgucken und sehe absolut gar nichts. War zu erwarten. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise.
Für eine alte Klasse M ist die Torrance in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Corner, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Sammeln Sie Ihr Einsatzdokument ein. Gerne. Wo? Hier? Hier. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrance nicht reinbringen. Handelsschiff Torrance aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo, Marshall? Marshall? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Was ist dir passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut. Naja, wenn du im Weltall verloren gehst, bist du so ziemlich am Arsch, ne? Kann man so sagen. Ich meine, ich hab's jetzt wahrscheinlich hier drin auch nicht viel besser, aber... Immerhin weiß ich das jetzt theoretisch ja noch nicht. So, habe ich im Moment doch meinen Raumanzug bekommen hier? Adalam. Was macht das? Einfach mal Wildknöpfe drücken und Hebel ziehen.
Suchen Sie Hilfe.